Ah, ein Bündnissoldat. Ein dreckiger, dreckiger Ork. Verfluchte Elfen. Wissen ja viele auch gar nicht. Orks sind tatsächlich nur verfluchte Elfen. Aha. Könnt ihr die nicht mehr bestatten? Ganz ehrlich, das ist doch mal an der Zeit. Der kann ja nicht ewig da liegen. Das ist doch ekelhaft. Der verstummelt. Der. Bitte in Leinen liegen oder in irgendeiner Gruft liegen, so wie es sich für einen Nord gebührt. Hallo? Normalerweise bin ich ja für die Verbrennung, aber das ist nicht der Nordweg. Dunmeer machen das, glaube ich, so. Die verbrennen ihre Toten. Aber die Nord? Nein. Wir begraben sie. Hauptmann Lari, ich komme mit schlechten Neuigkeiten. Sei gegrüßt, werter Fellah. Ich bin Was? Hauptmann Lari, Kommandantin der in der Feste Aran stationierten Truppen. Wir sind primär ein Ausbildungsposten. Ich musste die Rekruten wegen all den Truppen des Bündnisses in der Nähe in Bereitschaft versetzen. Was habt ihr da? Ich hoffe, ihr habt eure Rekruten gut ausgebildet, denn Hauptmann Hjolm hat mich losgeschickt, diese Pläne vom Feind zu stehlen. Als ich zurückgekehrt bin, war er tot. Und die Pläne sagen, dass Assassinen hier eindringen sollen. Nein, möge Dumag diese Halunken holen. Hjolm, mein bester Offizier, ist tot. Und laut diesen Plänen ist Agnara hier. Hjolm. Wir sind nicht vorbereitet auf Agnara, nicht mal ansatzweise Reisender. Lasst uns reden. Wir reden doch schon weiß. Dieses Wick von Attentätern sind verstohlen und gefährlich. Es gibt hier so viele Verstecke, dass sie wahrscheinlich so gut wie unsichtbar sein werden. Wir müssen Licht in diese Angelegenheit bringen. Und ich habe genau das Richtige dafür, nämlich Fläschchen mit gleißendem Licht. Fläschchen mit gleißendem was? Licht? Wo soll ich das denn herbekommen? Die Fläschchen sind oben. Benutzt sie in der Nähe der Mauern der Feste. Ich gehe davon aus, dass die Mörder dort auf der Lauer liegen. Schlägt aus Schatten, führt eine Gruppe unserer erfahreneren Soldaten an. Trefft ihn am östlichen Turm, wenn ihr fertig seid. Gut, ich werde jeden Attentäter, den ich finde, töten. Fellah, ihr findet die Fläschchen des gleißenden Lichts oben. Habt ihr schon Benutzt gesagt. Sie, um die Attentäter, die sich hereingeschlichen haben, sichtbar zu machen. Macht ihre Pläne zunichte. Was soll ich auch sonst tun? Ihnen helfen? Könnt ihr mir noch irgendwas über die Feste erzählen? Die Feste Arant wurde vor langer Zeit auf einer dädrischen Ruine erbaut. Ich denke, die Ruinen waren das Gefängnis des einen oder anderen Dädra. Vivek, wer kann schon den Überblick über all diese uralten Überlieferungen behalten? Die Feste ist sehr abgelegen, weshalb wir sie zur Ausbildung unserer Truppen nutzen. So abgelegen nun auch wieder nicht. Was wisst ihr über Agnara? Vor ein paar Jahren marschierte eine gewaltige altmerische Armee in Hammerfall ein. Sie plünderten eine Stadt und errichteten einige Befestigungen. Sie schickten Nachrichten in die Heimat und die Elfen entsandten ein Schiff mit Verstärkung. Die Rotwardonen schlotterten nur so vor Angst. Warum das denn? Ist die Verstärkung eingetroffen? Nicht direkt, Fellah. Das Dominion hat einen Fehler gemacht, wisst ihr? Ach. Sie nahmen die Besatzung eines Schiffs der Rotwardonen gefangen, das sie vor ihrer neuen Besitzung aufbrachten. In dieser Nacht befreite sich einer der Rotwardonen und ermordete jeden einzelnen Elf an Bord. Agnara, nehme ich an. So sagt man es sich, Fellah. In den darauffolgenden Tagen verschwanden etliche altmerische Truppen in der Feste. Eine Armee von Rotwardonen umzingelte die Feste, griff aber nicht an. Sie saßen einfach nur da und sorgten dafür, dass kein Altmeri Agnaras Gift entkommen konnte. Scheint also ein sehr gut ausgebildeter Assassine zu sein. Hm. Wahrscheinlich eine Nachtklinge. Nachtklinge? Hießen die Nachtklinge? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ah, die Fläschchen mit gleißendem Licht. Gut. Dann springen wir hier mal runter, so wie es sich für einen Nordhelden gebührt. Eigentlich ja nicht, aber ist ja egal. Oh, ein Bücherregal. Zauberei ist nicht gleich in dem Chromatie. Ja, das wussten wir schon. Sieh mal einer an. Es gibt einen Unterschied. Ein hypothetischer Verrat, Teil 1. Ein Schauspiel in einem Akt. Ich frage mich immer, wie die so viel Text auf so eine kleine Schriftrolle kriegen. Boah, Alter. Danke. Tue, tschüss. Dann wollen wir mal
die Attentäter töten und Hinweis sucht nach Attentätern in der Nähe von getöteten Soldaten. Ja, fangen wir mal bei Hauptmann Jolm an, oder? Nee, gar nicht. Können ja hier anfangen. Sieh meine an, da wurde schon einer gefunden, oder? Oder auch nicht. Ja, tote Soldaten. Sieh meine an. Wie setze ich denn jetzt die Fläschchen ein? Inventar? Verbrauchsgüter? Nein. Oh, den Wein habe ich immer noch geklaut. Trinken wir den mal. Verflucht seid ihr. Was? Das war ein Attentäter. Das nennt man Standarte. Kein Grund, Angst zu haben. Aber wie hat der denn jetzt das Fläschchen eingesetzt? Ich habe keine Ahnung, wie ich das selber mache, deswegen folge ich dem einfach mal. Der scheint es zu wissen. Akatosh, verfluche euch. Bitte, wer? Akatosh? Was soll das denn heißen? Akatosh ist doch der... Gott, der Neun. Acht. Nicht Neun. Nein! Den belebe ich jetzt. Weil er uns geholfen hat. Siehste? Weil er uns geholfen hat, habe ich ihn wiederbelebt. Muss jetzt das Fläschchen wieder einsetzen und ihn nochmal töten, oder war es das jetzt auch für ihn? Sieht so aus, als ob es auch für ihn war. Gut. Dann gibt es hier noch mehr tote Soldaten. Zum Groß. Da vorne. Das war jetzt eine Verschwendung von einem Seelenstein im Grunde. Im Grunde müsste ich mal die Seelen, die Fähigkeit für Seelen einfangen, ausnutzen, aber keine Ahnung, wie das machen soll. Ach, hier. Einfach X drücken. Wo seid ihr denn, Soldaten? Was? Wer? Könnt ihr euch auch mal wehren, ihr schlechte Bogenschützin? Nicht wirklich, ne? Und jetzt noch den Ostturm untersuchen? Nichts leichter als gedacht, da waren wir doch schon. Also wirklich. Müssen wir hier immer im Kreis sein. Ich nehme an, Agnara wird sich dort oben befinden. Macht das nämlich am meisten Sinn. Ach, eine Soldatin. Vergiftet? Diese Soldatin hat mehrere Stichverletzungen an Rücken und Hals. Die Attentäter müssen sie aus dem Hinterhalt überfallen haben. Jemand ist über den Boden gelaufen und hat die Falltür in der Ecke benutzt. Schlägt aus Schatten, könnte da unten sein. Ja, könnte. Hier hat auch ein Kampf stattgefunden. Das war jetzt nicht so lang, aber ich lese es trotzdem nicht vor. Wir haben ja einen Job zu tun. Das Verlies der Feste Arand. Und wieder einmal konnte ich den Infotext nicht lesen. Diese blöden Dinger. Naja, was soll's. Da müssen wir uns die Geschichte halt irgendwie zusammenreimen. Ach, ich sehe schon. Der kommt ganz gut zurecht. Nähren die Attentäter jetzt die Erde mit ihrem Blut und ihren Knochen? Ja, das tun sie. Sie sind tot. Wurdet ihr oben angegriffen? Ich geriet in einen Hinterhalt. Einen, wie ihn warmblütige Attentäter legen. Sie hofften wohl, ich würde nicht diese Tunnel erreichen und die Hintergründe von Agnaras Plan aufdecken.
Sie starben mit dieser trügerischen Hoffnung. Was genau hat Agnara denn vor? Euch sind sicher die vielen Truppen des Bündnisses aufgefallen. Ja. Ich würde meinen Brotschlamm darauf verwetten, dass sie die Versiegelung geöffnet hat, mit der diese Tunnel verschlossen waren. Offenbar plant sie, eine Armee von unten in die Festung zu führen. Und wie halten wir eine ganze Armee auf? Ich meine, ich könnte es, aber... Dieser Ort wurde vor langer Zeit als Kerker für Dedra gebaut. Seht ihr die Bodenplatte unter der Tür, aus der ihr gekommen seid? Es gibt 5 von ihnen. Wenn sie alle aktiviert sind, wird eine Barriere errichtet, die alle im Inneren einsperrt. Sind wir da nicht auch gefangen? Nein. Hinter der letzten Platte befindet sich ein Ausgang zur Oberfläche. Ich habe die erste aktiviert. Aktiviert auf dem Weg zur letzten Kammer 3 weitere. Dann treffen wir uns an der letzten Platte. Das mache ich. Ich hoffe nur, ich finde auch alle, die ihr meint. Nicht, dass ich am Ende aus Versehen die letzte Platte als erstes aktiviere oder sowas. Da ist die erste Platte. Hallo, benutzen. Dann geht's zur zweiten Platte. Was ist das denn hier? Bücherregal. Gotteslächerliche Wiedergänger. Gegenüber hat sich um Vampire gehandelt wohl. Ich wünschte wirklich, ihr hättet nicht so viel gegen das Vorlesen. So, eine Pyromanin, hallo! Also besonders schwer war dieser Wächter jetzt nicht. Die kämpft noch irgendwo, Eva, ja. Da oben. Die müssen ja auch irgendwie reingekommen sein. Ich nehme an, das ist die letzte Platte wahrscheinlich. Ich glaube, dort ist auch schon das Bündnis. Hallo. Tschüssi. Ich bin gar nicht da. Und da ist Schlägt aus Schatten. Agnara hat uns überfallen. Mit einem Fläschchen des gleißenden Lichts betäubte sie uns und lief dann durch die Tür hinter mir. Oh. Wart ihr in der Lage, die Platten zu aktivieren? Ja, das war ich. Gut. Ich werde die letzte Platte hier aktivieren. Sobald ich das tue, werden sich alle Barrieren wie ein Panzer verhärten. Während ich beschäftigt bin, müsst ihr Agnara bezwingen, ehe sie erneut entkommt. Und euch zurücklassen? Bam ist Agnara hinterher. Er wird eure Hilfe dringender brauchen als ich. Haltet nach ihm Ausschau. Ich bin mir sicher, dass er verwundet wurde, wenn nicht gar getötet. Sobald das erledigt ist, benutzt ihr die Falltür auf der Klippe. Sie führt euch zum Befehlsstand weiter unten. Na also gut, wenn das eure Entscheidung ist, dann lebt wohl. Ich hoffe nur, er schafft es noch irgendwie hier raus, sonst ist er gefangen mit dem Bündnis. Das ist auch kein tolles Schicksal. Verliese lassen sich immer durch eine Fackel erkennen. Ja, das war mir schon klar. Wir hatten auch schon eins durchsucht. Ein Dwemer verließ. Das war lustig. Mehr oder weniger lustig. Oh, es ist Tag geworden. Agnara, da ist sie ja. Hallo, habe ich euch überrascht? Also wirklich, sowas macht man aber nicht.
Brauchen wir ein bisschen Rüstung. Oh, verdammt. Die haut ziemlich rein. Na, das ging. 6 Gold, das ist ja eine Ausbeute, das ist ja unglaublich. Und jetzt die Falltür. Das war ja eine unglaubliche Ausbeute, das hat sich ja echt gelohnt, die Frau zu töten. Es geht wohl weniger um die Ausbeute, als vielmehr darum. Na, schaffst es? Was wird das denn? Hat's geschafft. Ach so, ein Panther. Na, hat sich da schon wieder jemand mit den Wachen angelegt. Du wirst sterben, mein Freund. Du wirst sterben. Ja, mein Freund ist er ja nicht. Er ist ja mein Feind. Idiot. Ja, wiederbelebt wirst du nicht. Habt ihr Agnara erledigt? Dieses Stück Necho? Absolut habe ich. Agnara ist tot. Ha, werter Fellar. Gut. Keine Ahnung, was das heißt. Ich werde dafür sorgen, dass euer Name nicht in Vergessenheit gerät. Es ist nicht Fellar. Der Name Agnaras wird aber vergessen werden. Die Dunmer schreiben die Geschichte so um, wie es ihnen passt. Ja, haben sie schon gemacht. Ich werde sämtliche Spuren ihrer Taten hier verwischen und alle Aufzeichnungen über diese üble Attentäterin löschen. Ja. Macht das. Hauptmann John verlor sein Leben, als er die Feste tapfer gegen den Bündnisabschaum verteidigte. Er tötete eine Menge von ihnen, erlag jedoch schließlich seinen Verletzungen. Dieser alte Haudegen wird uns fehlen. Aber er wird nicht vergessen werden. Ihr könnt ja einfach die Geschichte so umschreiben, dass er nie gestorben ist. Das ist ja ein Hobby der Dunkelelfen. Einfach die Geschichte umschreiben, so wie es ihnen passt. Deswegen wissen die meisten Dunkelelfen auch gar nicht, dass sie eigentlich auch nur verflucht wurden von ihren Daedra-Göttern. Von ihren guten Daedra. Deswegen sie eigentlich zu Dunkelelfen wurden. Früher waren sie einfach Chimär. Wo gehen wir denn jetzt hin? Müssen wir noch Merrick finden? Dann würde ich sagen, machen wir das. Ah, ein Bündnismeisterschütze. Können wir uns vielleicht an sie heranschleichen? Ich weiß, ich bin kein besonders guter schleichender Mensch. Okay. Ein Versuch war's wert. Wo bist du hin? Was soll das denn? Ob die Schuhe von Agnara gut sind oder nicht, muss ich gar nicht erst gucken. Denn, also sind das da oben? Und was ist das da hinten? Oh, muss ich sofort hingehen. Es ist ein Boss oder sowas, ein gefährliches Ungetier. Der Hain des Brahmas. Was ist denn ein Brahma? Klingt ja fast schon nach einem gefährlichen Netsch oder sowas. Der Hain des Brahmas entdeckt. Ja, wo ist Brahma? Das glaube ich nicht, dass du das sein sollst. Eisenhetzen. Ja, also hier soll irgendwo so ein gefährliches Ungetier sein, aber ich sehe es nicht. Also entweder es wurde schon erlegt, als wir nicht da waren, oder es zeigt sich nicht. Was sind das hier oben? Wie für eine komische Ruine schon wieder? Ja, diese Dunmer, überall lassen sie ihre Ruinen liegen. Das würden wir Nord nie tun. Versuch mal in Himmelsrand eine Ruine an der Oberfläche zu finden. Da bist du dann falsch. Ach Quatsch, finden wir bestimmt auch welche. Verdammt,
Ja, also, das ist ja ganz toll hier, ne? Keine Ahnung, wo das sein soll, das Ding. Das Ding ist es nicht. Ja, wenn sie es nicht zeigen will, dann kann ich auch nichts machen. Dann müssen wir eben wieder gehen. Und ich dachte, wir könnten uns jetzt an irgendeinem Viech anlegen, das uns dann wieder tötet. Würden wir uns eventuell einen Laufweg sparen. Aber dann gehen wir eben zu Fuß. Moment, was mache ich denn? Ich kann nur hier lang gehen. Kommen wir auch direkt an dem Verlies vorbei. Hä? Da ist er halt doof. Hm? Akelei. Was wollt ihr denn? Was wollen die denn? Ja, schön, ein Werwolf. Wie komme ich da hoch? Genau, hier lang. Komme ich nicht hoch, verdammt. Dann gehen wir die Maus drum. Guck mal, was ich Tolles kann. Ich kann mich in einen Werwolf verwandeln. Super, bist ein Hund. Ein Flohteppich. Na gut, immer noch lieber Werwolf als Vampir. Wobei, als Werwolf verschreibt man seine Seele Hirsin. Was zur Hölle willst du von mir? Wieso gehen die mir nach? Hilfe! Ihr wollt doch alle nur meinen Fame. Hey, ein Wegschein. Aber es wäre interessant zu wissen, wie man zum Werwolf führt. Wahrscheinlich muss man von einem Werwolf angegriffen werden. Und sich dann nicht heilen oder so. Der Wegschein des Brüders, Brüder der Zwist. Das ist auch schön. Das sieht schon irgendwie geil aus mit der Lava. Hab ich schon mal gesagt, ne? Ja, hi. Seltsame Menschen. Ja, sagt auch hi. Lass mich doch einfach mal meinen Frieden haben. Ich will doch nur das Land erkunden. Ach, ja. Wie ist der gerade doof, Akin? Oh, ist das un... Spinne! Ist das unkreativ. Du musst doch irgendwo ins Verlies gehen, oder? Es kann doch nicht sein, dass ich hier keinen Eingang. Guck mal einen an. Nein, der ist Level 11. Tschüss. Ach so, der haut ihn einfach um. Ist ja auch nett. Spinne, komm mal her. Ja, ich komme auch allein zurecht. Irgendwie. Gegen Spinnen. Haut der den einfach um. Ich meine, es ist ganz cool und so, dass er so stark ist und so, aber... Was ist das denn jetzt? Aha. Aber ich meine... Es nimmt doch schon irgendwie den Spaß, aber gut. Scheinbar sollen wir ihm folgen. Mafilas, Mifalas Nest. Ja, Nest. Ich meine, es ist ganz cool und so, dass sie so stark sind und uns helfen können, aber irgendwie nimmt es dann doch auch den Spaß, weil man selber ja, man will ja selber den Erfolg spüren, dass man es geschafft hat. Wieso lädt der Netz schon wieder so lange? Und irgendwie nimmt es dann doch irgendwie, wie gesagt, die Herausforderung. Ich weiß gar nicht, ob wir das hier überhaupt schaffen mit Stufe 8. Hä? Killer Monkey. Welche Stufe sind wir denn jetzt eigentlich? 9, fast 10. Da sind wir ja fast bereit für den PvP.
Truhe entdeckt. Da ist leider keine. Was sind das denn für Viecher? Goblins? Hässliche Dinger. Ein Bücherregal an alle Gläubigen. So. Blitzspinne. Können wir die irgendwie öffnen, die Truhe? Da. Na komm. Na. Also, es geht doch. So. 23 Gold, sehr schön. Hallo, Spinni. Hallo, Hexer. Der kommt ja doch ganz gut zurecht hier. Ganz gut zurecht, muss ich ehrlich zugeben. Es ist besser, es ist einfacher als gedacht. Dafür, dass wir eigentlich zwei Stufen drunter sind. Dankeschön. Ihr seid echt ruhig gegen hier. Ah, eine Spinne. Und damit wäre Mephalas Nest auch abgeschlossen. Das ist schön. Und wir haben Stufe 10 erreicht und können nun in die PvP-Schlachtwelt Cyrodiils. Öffne das Kampagnenmenü und die Liste der verfügbaren Kampagnen zu sehen. Das machen wir irgendwann mal. Eventuell mache ich dann nochmal ein Community-Event, wo wir uns alle gemeinsam treffen können, falls da jemand Interesse dran hat. Ein paar Leute haben mir sogar schon eine Freundschaftsanfrage geschickt. Ich glaube, das waren unterdessen schon über 10. Gucken, ob sich da wer finden lässt. Ihr habt eine Nachricht erhalten. Aha. Alter, du blödes Ding. Da sind wir doch ganz gut mit Level 9, beziehungsweise fast 10. Durch den Dungeon gekommen. Wir können wieder gehen. Schnauze! Ich muss hier durch! So. Vielleicht sollte ich mal aufleveln. Das wäre nicht schlecht. Segen die Fürstin erhöht die physische Resistenz. Okay. Lebensregeneration. Das ist von einem Wein, oder? Den Titel haben wir immer noch nicht. Machen wir mal ein bisschen mehr Leben. Und dann die Fertigkeiten. Drakonische Macht. Was ist das? Eisenhaut? Blockt zusätzlich 5% Schaden. Dafür müsste ich viel mehr blocken. Mache ich ja fast gar nicht. Sohn der Himmel, Frostresistenz, das war auch nicht schlecht. Metallgewinnung plus 1 erhöht eure Chance, um Einschmelzen von Gegenständen Materialien zurückzugewinnen und stärkere Härte aus Rohmaterialien zu erhalten. Aha. Die Kriegergilde. Das sind wir noch Rang 1. Seelenmagie, da ist die Seelenfalle.
Ihr beansprucht die Seele eurer Feinde und fügt 10 Sekunden lang einem Feind und einem weiteren Feind, dessen ihr insgesamt 465 Magieschaden zu. Ihr füllt einen Seelenstein, falls ein beeinträchtigtes. Ach komm! Leute! Lass mich doch mal kurz leveln! Gute Güte! Dann gehe ich mir erst aus dem Dungeon raus und level dann, wenn ihr es nicht anders wollt. Für die, die es lesen wollen, einfach pausieren. Nein! Ich will nicht requieren. Huch. Ah, es war wohl ein anderer Spieler, der uns geholfen hat, glaube ich. Rang 3 bei Bogen erreicht. Eine Himmelsscherbe. Was macht die denn hier? Hallo? Bleib hier. Komm mal her. Tust dir nicht mal. Wie weich mal eigentlich nochmal aus? Ich hab's gerade vergessen. Nee, so nicht. So nicht. Wie weicht man nochmal aus? Will ich jetzt ganz gerne wissen. Muss ich gleich mal in der Steuerung gucken. Also man konnte irgendwie ausweichen. Ich weiß noch nicht mehr wie. Wahrscheinlich irgendwie zweimal X drücken oder so. Auf zu fressen! Aber erstmal kümmern wir uns hier um die Himmelsscherbe. Komm schon, gib mir die Kraft. Damit hätten wir noch 3 von 3 und einen Fertigkeitspunkt erhalten. Du sollst nicht immer alle Leichen fressen, du blöde Spinne. Das nervt schon. Ih, Spinne. Hallo, Hexer. Hört doch mal auf damit. Das sind gar keine Ohren, die man durchsuchen kann. Deswegen brauche ich da auch nicht hingehen. Oh, noch ein Bücherregal. Schlafe, mein Fürstlein. Ein Schlaflied. Wow, ich bin beeindruckt. Jetzt aber raus hier. Ganz ehrlich, ich habe keine Lust mehr. Aha, Gruppeninstanzen lassen sich immer durch ein Tor mit einem Plus erkennen. Hm, okay. Es gibt Gegenstände in 5 verschiedenen Qualitätsgraden, welche in 5 Farben dargestellt werden. Weiß, Grün, Blau, Violett und Gold. Die Farben geben die Qualität des Gegenstands in ansteigender Reihenfolge, allerdings nur für angegebene Stufe an. So kann zum Beispiel, ja, mit Stufe 14 ein Gegenstand grün erscheint, der dann mit zum Beispiel Stufe 30 nur noch grau ist oder weiß. Hier gibt's Sinn. Nein, ich will nicht. Lass mich in Ruhe. Ich glaube, das war der letzte. Bitte? Wie spricht da? Was seid ihr denn für komische Viecher? Warum rennst du jetzt geduckt weg? Was soll das? Stehen bleiben! Wer hat da gesprochen? Ach, Merrick, da ist er ja!
Den haben wir doch schon die ganze Zeit gesucht. Jetzt haben wir den nicht gefunden. Was? Nein! Du blöder Geist! Der Meister hat Pläne für eure reine Seele, Merrick. Ihr solltet euch geehrt fühlen. Merrick, Kamerad, was ist passiert? Wohin bist du verschwunden? Ja, das wüsste ich auch ganz gerne, du komische russische Khajiit.